Gott sien nieet falsch op Erden, nummer 17. Jun Redner is Johan Dyck. Dat laatste mal sag wie, wo Gott sien entschnaicht Moses, derch ne ganz andere Schule schickt, als hei an der Channingshus in Ägypten geliert hod. Für 40 Jahre leit Gott am Appenstab nur die Schob abpausen. Dann eines Dörres raubt er am, dort er nu soll trägonen, am sein Volk uit Ägypten rüte führen. Emma war da gof Moses ne Utred, woran er dort nicht kon oder nicht woll. Aber de Haar leit nicht locker, so dat er endlich engauf in jink. Dor wo wie von dir anfangen. Wel wir uns dort einmal ein bisschen verstellen, wo dort bei Moses mit gewas sein. Sein Bruder Aaron hat einmal bei den Burg Sinai bejähnt, weil Gott auch zu ihm gesagt hat, er soll Moses entjähen gehen. Als Moses und Aaron dann über die ägyptische Grenze zurückgingen, mussten sie bestimmt an die Zeit 40 Jahre zurückgedacht haben, als Moses uit Angst von dem Pharao ausstärken deid. Nu wie alles anders geworden. Gott hat Moses dort al gesagt, dat de Pharao en all die, wat am nom Leben getracht hadden, dood wären. Wie nehmen an, dat Moses en Aaron ihre Eltern ook al gestorven wären. Als sie dann teruggingen, wisten sie ook al, wo dis Channing dort gestoene wird, wann sie am Dorno früher wurden, dat hij soll Israel rüttraken loten. De Haar hat Moses klar gesagt, dat de Pharao sein Hort verhorden in an nicht trage loten wird. Wils Moses meint, dat he ne schwore Tung hat und sich nicht ganz bereden kann, hat Gott dat so angerecht, dat Aaron vor am reden deid. Dort wird Moses am seed. Dat erste jingen sei nur ihre eigene Menschen, dat Volk Israel. Die mussten noch einmal sehr unter die Sklaverie von Ägypter leiden. Jeder Tag wären sie unter die Pitschen von der Absichter. Jahrenlang hatten sie an ihrer Vertwieflung nur Gott geschrien, dort hei an Halpe wird. Nu scheint die Zeit gekommen zu sein, als Moses und Aaron zu anreden. Sie sehen an alles, was Gott zu Moses gesagt hat, dort die Haar an uit Ägypten rüttführen wird. Und dort sie den Herrn in der Wildnis anbeten sollen. Moses deid auch fair an, die Tierkens mit seinem Stock, dort eine Schlang wird, und mit seiner Hand, dort die Utsort sich wird. Und dort Volk geläuft, wird Moses und Aaron anseden, und sie kneiden sich Hahn und beten den Herrn an. Dort nächste gingen sie nur den Channing, und seden sauter am. 2. Mose Kapitel 5, 1 und 2. So sagt der Herr, der Gott von Israel, lot mein Volk tragen, damit sie mich in der Wüste in Fast führen. Der Pharao seht aber, wer ist der Herr, dort ich am Harken soll, in loten Israel rüttragen? Ich kann den Herrn gar nicht, und ich würde Israeliten nicht tragen loten. Und damit funkt die graute Prove zwischen Gott in den weisen Feind an, der den heidnischen Tschernig in seine Macht hat. Für Moses und Aaron wird die keine Überraschung, weil's Gott an Chlor gesagt hat, dort Pharao an nicht gohne loten wird, und dort hei am dat Hort verhorden wird, so dat hei seine Macht an Pharao in der Ägypter bewiesen wird. Dat alles wüssten Moses und Aaron, aber sie wüssten nicht, dort ihr Volk, derch an, noch doller wird lieden motten. Dort kam dann so rum, als sie dem Channing alles erklärt hatten, dort he sich doch ganz jähn anstallt. Hei seht, woran will je dort Volk von ihrer Arbeit abholen? Checke mal, dort Volk is nu all seier Sohlenrich, en je wollen dort von ihrer Arbeit wahrnehmen? Damit stund he tau, dort die Ägypter sich ganz daran gewandt hatten, dort die Israeliten veran alle Arbeit deiden. Wo können sie überhaupt ihre ganze Wirtschaften in ihre Bürgerien wiederführen, wann dort plötzlich keine israelitische Sklaven mehr wären?
Nu wordt de channing vochtig. Hij je bouwt aan voets terug aan de arbeid te gaan, en tweedens, je bouwt hij zijn opzichten, dat ze dat leven voor de Israëlieten nog schwander merken zullen. Maar nu houden ze aan emmer strauhaksel gejeft, om aan den tierjelijn mank te rieren, aber nu zal dat abheren. De Israëlieten zullen zich dat strau zelfs zeken, aber door wer je nog jeder dag kraakt zo veel tierjelen merken als verheer. Hij zei te Moses en Aaron, je zijn alle vuil en han nicht genoeg te daunen. Door wein kom je op zo'n domme gedanken ruut te traken om junen God te opferen. Nu, nadem Aaron en Moses beim Farao gewaast wieren, jinket dat volk nog veel schlechter. Graut wieren dan de beschuldigungen aan Moses en Aaron dat zij aan en deze onmeilige leer in hen gebracht hadden. Nu kon Moses bloos eintonen en dort via dem Herrn anropen en zich bekleuren dat alles scheif gegonen via. Erst die dat ook allemaal zou gegonen, dat du dat rechte donen wust, ober dat dreid alle schlacht uit? De Herr laat zo wat eens gemult hou, dat wie ons dollar op arm verloten en nicht op menschel je wei. Einstjemal laat hij zo'n touw, wat voor ons zo zit, als van alles schroot ziet, om zijn in jrateren ploon te volvellen. Hier weer dat de farao zijn hoort verhoorden deed, zodat God Lothar zijn grote macht onaanbewiesen kon. Hij en dat ganse egyptische volk zal aanwoorden, wer de haar weer, worever de tjenning zo generisch gezegd had, ik kan am nicht. Wie sollen bij deze geschicht erkennen, dat zich dat hier nicht bloos om de proef tussen Gott in den ägyptischen Tjernig handelt? Dit wie een kampf tussen Gott in den weisen Fiend, der den ägyptischen Tjernig in dat ägyptische Volk benutzt, om dat Volk Israel proeven uit te rotten. De Tjernig van Ägypten wie bloos een mensch, aber hij houdt zich zo de macht vom Sotun evergeeft, dat hij zum Schluss gar nicht anders kon. Hij had zich wahrscheinlich den weisen Feind verschreven, in so lang sich je in den wahren Gott gestalt, dat zijn hort schließlich so hort wär, dat hij gar nicht meer andrehen woll. Dat is wat het meint, wann Gott sagt, hij wordt Pharao zijn hort verhorden. So'n tjamp bloos, wann de mensch sich erst je in Gott verhort. Dat gaf nu 10 grote pleuren, wat God over Egypten schekt. De komen nicht alle voets hingeren onder. Door wie emmer een tijd te twerschen, om den tjenning ne gelegenheid te geven, buße te donen en om te wengen. De eerste wat passiert, wie, dat Moses en Aaron om tjenning gingen en dat wunder met dem stok deiden. Ober, dem tjenning zijne haaksmeesters, kunnen durch dem Sotun seine dunkle Macht dasselbe daunen. De Unterscheid wie, dat Moses seine Schlang de andere Schlangen von de Hexmeisters abfreit. Dit wie nicht niet. Gott leidt den Sotun ook ne gewisse Macht, als hij von Gott auffall. Diese Macht eift hij so ferken als hij kan uit, om Gott seinen Plan so sehr abzuholen als hij bloß kan. Als dit passiert wie, zegt Gott te Moses, hij zal nächsten morgen num Eiver vom Riva gonen, en door wordt hij den Pharao trafen, en hij zal am Wader berden, dat hij de Kinge Israel traken leidt. Wann hij zich dan jeen aanstalt, dan zal hij ver den Pharao zijn stok even den Riva uitstraken, zodat het water am Riva, ober ook en alle barms en gewässer, te bloot wordt. Dit wie dan de eerste pleur. Ober den Pharao zijn haaksmeesters kunnen datzelfde donen. En zo verstokt de tjenning zich jeen Moses en leidt aan nicht gonen. 7 der Lothar schekt Gott Moses waren om tjenning. Wann hij zich waren verstokt en zijn hort verhoord, dan zal Moses zijn stok even de riefasch en alle gewässer uitstraken, zodat alles met poggen bedekt weer. Zo wordt het dan ook, als de tjenning waren nee zeed.
alles wir vollpagen. De wiren sogar am Channing sin Palast, en a Hisa, en sogar an ihre Trei, wo sie Brautdich anreden. Wada können die Hexmeisters auch Pagen über Deel bringen, aber sie können die nicht merken, was ich gönnen. Dann fängt der Pharao zum ersten Mal an, Dorno zu harchen, und sieht, er würde an Trachen loten, wann Moses die Pagenplör wachnahm. So schwind es die Pagen dann wada dort wären, hielt die Channing sein Versprechen gar nicht. Er hat es am Horten gar nicht so gemeint. Und so verstockt er wada sein Hort, je in Gott und je in Moses. Dann schlug Aaron mit Moses seinen Stock auf dem Stoff von der Erde und dort gauf ne Pläuer von Megen. Dit proofden die Hexmeisters auch zu daunen, aber sie können dort nicht. Dit wird das erste Mal, wo die Hexmeisters taugeben, dort dit die Hand Gottes wird. Aber die Channing horcht gar nicht dano. Dann schickt Gott die vierte Pläuer, und dort werden die Stärke fliehen. Diese Pläuer wird so schlimm, dass der Pharao Moses anbaut, dass sie ihren Gott irgendwo in Ägypten deinen können. Dit wir aber nicht, was Moses annehmen können. Die Channing versprüht dann, dass er am Wort tragen loten, wenn Moses verambeten wird, dass diese Pläuer mit Stärke fliehen abhören wird. Aber so schwind es die Pläuer abhört, hielt die Channing sein Versprechen nicht. Moses muss die fünfte Pläuer über Ägypten kommen loten. Dit wie eine Pläuer über all das Vieh. Eine schwere Pest oder Feikrankheit brüch üt, dort die Ägypter ihre Pied, Kamels, Esels, Rinder und Schob dort gingen. Bloß dat Vieh von den Israeliten ward nicht krank. Aber auch wer in diese Pläuer jäuft die Channing nicht an. Dann seht der Herr zu Moses und Aaron, nehmt beide Hänge voll Ofenraum und schmied den Pferd den Pharao an der Luft. Dann wurden alle Ägypter schlimme Schwerst kriegen, wort ein bloßen Utbrechen wurden. Sogar, wer in diese schlimme saßte Pläuer, verändert die Channing sich nicht. Moses red nu strenge wieder zu am. Er warnt am, dort Gott am durch diese Pläuer hat leicht konnt outmerken, aber dort er am hat leben loten, um an am seine Gewalt gemacht zu bewiesen, so dass die ganze Welt darüber staunen würde. Die siebente Pläuer wird die schrecklichste Bot nu. Dort wie ein gewaltiger Herrlsturm mit sehr grovet Gewitter. Die Ägypter ihre Flecke getreid, wurden alle verschlören. Bloß an Gausen, wo die Israeliten wohnten, hat es nicht geherrlt. Nu wird dem Channing dort genug, und zum ersten Mal raubt er Moses und Aaron, dass sie doch Gott darum beten würden, mit den Herrl abzuhören. So schwind, als das dann abgehört hat, ging er an sein Versprechen wieder träg. Nu kommen noch drei graute Pläuren. Die achte wie eine Pläuer mit Grashoppers. Dort wir so schlimm, dort sogar den Pharao seine Diener und all die höhere Amtjes am Rauden, er soll doch einmal das Volk Israel gönnen loten, eie Ägypten ganz und gar verdorben wir. Schließlich raubt er Moses noch einmal und seht, sie können nu tragen, aber bloß die Mana. Die Familien sollen sei in Ägypten loten. Pharao wisst, dort wann sie ihre Familien hängen leiten, dann würden die Mana sicherlich zurückkommen. Er konnte ja ohne ihre Halb gar nicht mehr seine Arbeiten utrechten. Er stahl sich wahre das Wehr, und so muss Moses den nähernden Pläuer kommen loten. Die wir ganz anders als alle andere. Dort ward stockdiester und bleif für drei Tage so. Aber an Gausen wird es nicht diester. Noch einmal prüft die Channing mit Moses zu dingen. Nu seht er sie können tragen, aber ohne ihr Fei. Dort seht Moses ganz kalt, wie brücken Fei für unsere Opfer, die wir bringen sollen. Wir müssen jeder Steck Fei mitnehmen, was wir haben. Und dann wir Pharao wuttig und seht, go von mir weich. Ich will die nie wahrer seinen, wie es an den Tag, wo du mir wahrer verirren kämst, wirst du sterben.
Moses had de haar zeer veel moed geschenkt, dat hij zei, du hast recht, ik word die nie meer ver uren komen. Dan reed de haar te Moses en zei hem, hij wordt nog een pleeg schenken. Dit wordt de schrecklichste zijn, wiels hij doordurch alle eerstgeborenen van Egypten doodmerken wordt. Van deze geschichten tja wie zeer veel leren. Erstens zei wie davon, dat het zeer gefährlich is, wann wir onze horten verhorden. Wann einer zijn hort aufhort, meint hort, dat ik mij nicht dort schicken wil, wat Gott wil. Ik war der sto Gott zijn woord, en dou dort, wat ik wil. Dan verhoord ik mijn hort. Wann ik veel gelegenheden schrie, dort te donen, wat Gott wil, en ik nicht gehoorzaam zie, dan verhoord ik mijn hort. Wann ik dat evangelium hier, dat wir ons zullen bekeren, en ik dou dat nicht, dan verhoord ik mijn hort. Vielleicht hörst du von dir auch krank diese Predigt, in die gefällt dir nicht, und du sagst die, dort brauch ich nicht. Dann verhortst du dein Hort. Was passiert, wenn einer sein Hort verhort? Was da passiert, tja wie gar nicht bemerken. Dort wo wir gar nicht an. Aber der Unterscheid ist, dort uns dort langsam nicht mehr erbaudert, wann wir eine ernste Predigt hören, dort wir uns bekehren müssen, um seilig zu werden. Wer ein verhordet horthaft, dem plecht das Gewissen nicht mehr, wann er auch dem Herrn angehorsam ist. Aber dort ist noch nicht das eng. Wie Pharao wie das so, dort hei sich erst lang je in den Herrn sein Wort stahlt. Und dann lesen wir mit der Zeit, dort der Herr am das Hort verhorden deit. Nicht es gefährdet ja, aus mit Gott seine Gnade Raum zu spielen, aus wann wie der irgendeine Tiet, wann uns dort jagert annehmen können. Dort ist aber nicht so. Die Bibel sagt, von dir, wann du seine Stern hirscht, verstockt dein Hort nicht. Von dir meint, dort wann ich von dir eine Gelegenheit schrie, mit Gott in Ordnung zu kommen, dann soll ich dort nicht bis morgen abschüven. Abschüven kann verhorden bedienen. So'n Mensch aus der Pharao, wird von Gott so viel Gelegenheiten kriegt, sich zum Herrn zu bekehren, und die dort nicht. Dem, der der Herr einst gemulter Gott erlatzt, das Hort verstocken, dort he überhaupt nicht mehr nur Gott kommen will. Lot dort nicht bei die passieren. Wann der Herr von dir zu dir redt, dann lot am Furz in den Hort hinein. Dau tu am deine Sünden schuld taustonen, und bärd am, dort he dein Leben ganz nie merkt. Hij wordt het tonen, wann du abrechtig nur am tjamst. Wann du doortouwen verlangen hast, dann kannst du sicher sein, dat dien hort noch nicht verhort is. Als Gott Moses van de laatste pleur zeed, had hij een rie dinge, wat de kinder Israel tonen sollen. Zij sollen zich reidmerken, hastig te tragen. Hij wurde an, wie dat ägyptische Volk an seinen schenken, so dat die an welch wurden gone loten. Sie sollen sogar nur die Ägypter gone in nur Geld und Gold in allerhand kostbaret frieren, in die Ägypter wurden an dort geben. Mich schien dat so, dat Gott dafür sorgt, dat sein Volk, wat so lang aus Sklaven gearbeitet hat, nu wenigstens ne kleine Betoling kriegt, für all die hunderte Jahr aus Arbeiter ohne einen Lohn. Aber wat noch viel neidiger wie dat ze zich reidmürken für diese schrakelige Pleur, wat nu komen wird. Für jede Familie sollen Lamm geschlacht worden. Wann sie dat Lamm schlachten deiden, sollen sie von dat Blut nehmen und dat boven ook an de Sieden von de deren Gerechter von ihre Hieser schmieren. Dit Blut wie dat Tierken durfher, dat ze Gott gehorsam wären. En dan wird die Todesengel die Erstgeborene an dort Hus nicht umbringen. En diese Nacht sollen all die Erstgeborene von Menschen und Vieh, wat nicht dort Blut um deren Gerecht hauden, sterben. Dit wird das tiende graute Gerecht, wat die Haar über Ägypten bringen wird, will sie nicht nur am Gehorcht hauden. Wo sitzt es bei uns? Do wie horchen, wann Gott zu uns redt?
wo ferkenhafte haar die vielleicht als durch sein Wort oder durch Dinge in dein Leben vermohnt. Du hast bot von dir deine Bekehrung immer abgeschoben. Vielleicht denkst du, der ist überhaupt nicht neidig. Doch nicht so ist Pharao, der auch immer wahre Utrede hat. Wenn du feilst, dass der Herr dir raubt, dann kannst du dit Gebet noch beten. Lieber Herr, ich komm nu no di. Ich will di nicht so aus der Pharao wahre stonen. Ich geb dir tau, dat ich gesündigt hab. Vergeef mir all meine Sünden und komm in mein Hort hinein. Aus Teken dafür, dat ich dit Leib, dank ich di, dat du mein Gebet erhört hast. Amen. Ich wünsche dir allen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.